Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ernst Stamm 2, Wochenreflexion vom 19.07. bis 24.07.1994. Die Woche war ziemlich übel für mich. Michaela hat am Montag im Plenum gesagt, dass sie keine Beziehung mehr möchte. Dementsprechend beschissen ist es mir die Woche über gegangen. Freitag allerdings war die Welt für ein paar Stunden in Ordnung. Die Ringverleihung hat meinen Entschluss, drogenfrei zu leben, verstärkt. Ein Ring gab es damals für die Leute, ich glaube, die ein Jahr drogenfrei waren oder zwei, drei, ich weiß nicht, wie lange man, ich glaube ein Jahr. Für, ich weiß nicht, 10 gab es dann einen goldenen oder 20 und hatte nur eine Person. Und das war eine Therapeutin von, eine Ex-Userin halt von der Michaela im Stamm. Im Übrigen habe ich doch noch die Chance bekommen, ein Elterngespräch zu führen. Darüber bin ich total froh. Der Applaus, den ich für meine Breakdance-Einlage bekommen habe, hat mich total aufgebaut. Der war nicht künstlich. Aber die Gratulationen anschließend waren für mich peinlich und schmeichelnd zugleich. Ich kann halt nicht damit umgehen. Ja, ich habe mal ganz am Anfang von meiner Therapie geschrieben, dass ich halt keine Anerkennung für irgendwas bekomme. Aber für das Breakdance da habe ich echte Anerkennung bekommen. Ich habe sogar noch ein Foto, das habe ich hier mal rechts eingeblendet, wo man das sehen kann, wie hat einer noch versucht, ein Foto zu machen. Schaut jetzt da blöd aus, aber ich habe da tatsächlich einen guten Floorwork hingelegt gehabt. Ja, das hat ganz schön eine Watschen gegeben mit der Michaela. Aber ich habe halt nicht aufgegeben, das kann ich schon mal verraten. Ja? Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergegangen ist, dann schaltet jetzt nächste Woche wieder ein. Bis dahin lasst mir noch ein Abo da, einen Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Und in beiden Fällen oder überhaupt würde ich mich über einen Kommentar freuen. Sharing is caring, bis dahin, peace out.